Die indische Riesenmantis, auch bekannt als Gottesanbeterin, ist einer der größten Mantidenarten der Welt, was sie zu einer beeindruckenden und imposanten Erscheinung macht. Sie ist in ihrer Haltung recht pflegeleicht und auch für Neueinsteiger wie mich sehr gut geeignet. Im heutigen Video zeige ich dir, wie man so ein Terrarium für eine schöne Gottesanbeterin einrichten kann und möchte dir einige Tipps an die Hand geben. Ich wollte schon immer mal selber so eine schöne Rückwand einrichten für so ein Terrarium. Das macht man ja auch ganz gerne bei Wabikusa und dafür habe ich eine Portion Spangomoos genommen, Ketoerde und Soy. Und das habe ich schön vermischt mit Wasser, sodass es dann zu einer schönen, formbaren Masse zusammengeknetet wurde. Und das hält dann perfekt an der Rückwand. Spangomoos hilft übrigens deswegen ganz gut, denn dann entstehen keine Risse in der Rückwand, wenn es trockener wird. Die Rückwand habe ich dann ein bisschen wellig eingerichtet, damit ich ein paar Vorsprünge habe für die Pflanzen und auch nicht bis ganz oben. Ich habe dann so 5 cm vor dem Rand aufgehört, damit noch die Lampe dran passt und der Glasdeckel. Dann habe ich mir eine schöne Wurzel ausgesucht. Die Wurzel hat ganz viele schöne Äste, wo sich die Gottesanbeterin festhalten kann. So als Bodengrund kann man verschiedene Sachen nehmen. Ich habe mich für den Zoll entschieden. Ansonsten kannst du auch noch nehmen Erde, Sand, Küchenpapier, Kokoshumus, Kies oder auch andere Sachen. Denn die Gottesanbeterin hält sich so gut wie gar nicht am Bodengrund auf. Die Äste können, wie gesagt, auch horizontal oder auch gebogen eingepflegt werden. Ich habe auch noch hier 2 Stück in die Rückwand mit eingebaut, damit das alles schön miteinander verbunden ist. Und dann kannst du auch noch zum Beispiel Rinde einbauen, wie ich das jetzt gemacht habe. Unten rechts habe ich so eine halbe Rinde eingesetzt in den Bodengrund. Da werde ich gleich eine schöne Pflanze einpflanzen. Pflanzen kann man natürlich dann nach Belieben, lebende oder auch Kunstpflanzen, wobei ich persönlich kein Fan von Kunstpflanzen bin. Ich mag es lieber natürlich und deswegen habe ich auch einige Pflanzen eingesetzt, die ich euch gleich zeigen werde. Achtet bitte unbedingt darauf, dass ihr da keine Pflanzen benutzt, die irgendwelche Pestizide an sich haben oder irgendwelche anderen giftigen Stoffe. Ich greife da auch wieder auf In-vitro-Pflanzen zurück. Natürlich kann man da auch zum Beispiel Zimmerpflanzen nehmen. Oder Aquarienpflanzen, wie in meinem Fall. Ich habe in den Hintergrund ein paar Hygrophilia eingesetzt, die Nativida, die sind schön rot, geben ein paar Akzente. Ein paar sitzen da vor der schönen Korkröhre. Auch eingesetzt habe ich Lilaeopsis brasiliensis. Das sieht so ein bisschen aus wie Gras. Das habe ich um die Wurzel herum gepflanzt. Auch von meinen Pflanzenreserven, nämlich ein paar Anubias sind mit reingekommen. Und aus meinem Pflanzenregal von der Fensterbank im Wohnzimmer ist auch noch eine schöne Begonie hier eingezogen, denn die braucht tatsächlich auch viel Feuchtigkeit. Das ist genau der richtige Ort für sie. Und ja, hier wird sie es auf jeden Fall auch gut haben. Dann ist noch mit reingekommen ein bisschen Javamoos. Dieses habe ich auch in die Rückwand mit eingesetzt, genauso wie Marsilea hirsuta. Das wächst so richtig schön auseinander und daher hoffe ich mir, dass es auch nach unten wächst. Und zum Schluss habe ich auch noch ein paar schöne Busse Phalandren eingesetzt. Damit die genug Feuchtigkeit haben, oben in dem Geäst, habe ich dieses Mal Spangomoos richtig schön nass gemacht, die Wurzeln darin eingewickelt von der Busse Phalandra und dann mit ein bisschen Garn umwickelt und dann schön eingeklemmt. Und ja, ich hoffe, dass das klappt, dass die genug Feuchtigkeit abbekommen und da nicht vertrocknen.
Wenn du mit der Bepflanzung fertig bist, dann solltest du das Terrarium noch einmal schön einsprühen mit Wasser. Ich habe hier Osmosewasser benutzt. Das gibt auch keine Kalkränder auf der Glasscheibe. Und ja, dann ist das Terrarium fertig. Nun solltest du dir noch einen schönen hellen Ort für das Terrarium aussuchen, wobei du vielleicht auch wie ich eine Lampe drauf hast. Auf keinen Fall sollte das Terrarium auf der Fensterbank stehen, denn da kann es im Sommer unheimlich heiß werden. Denn die Gottesanbeterinnen vertragen so zwischen 22 und 30 Grad. Nachts reicht Zimmertemperatur unter 18 Grad, ist allerdings auch kein Problem. Relative Luftfeuchtigkeit sollte so bis 50% sein. Mantidenart ist bekannt für ihr auffälliges grünes oder braunes Aussehen, das ihnen hilft, sich in ihrer natürlichen Umgebung zu tarnen. Als Raubtiere ernähren sich die indischen Riesenmantiden hauptsächlich von anderen Insekten, wie zum Beispiel Heuschrecken und Fliegen. Ihre Vorderbeine sind speziell für die Jagd angepasst und mit scharfen Stacheln versehen, um ihre Beute zu greifen und festzuhalten. Interessanterweise verfügen indische Riesenmantiden über eine bemerkenswerte Fähigkeit, sich zu drehen und ihren Kopf um 180 Grad zu bewegen, um Beute oder potenzielle Bedrohung besser wahrnehmen zu können. Lass es mich doch wissen und schreibe unten in die Kommentare, was dich noch zu dem Tier interessiert. Das ist das erste Insekt, das ich ja in völliger Einzelhaltung in einem Terrarium halte, und ich bin jetzt schon total fasziniert von diesem Tier, denn es macht echt Spaß, es zu beobachten. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Like da und abonniere meinen Kanal, wenn du keine Videos verpassen möchtest, und schalte die Benachrichtigung ein, um sofort informiert zu werden, wenn es neue Videos gibt. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.